wieder anders, liebe Neumann, Damen und Herren. Das ist mein Lieblingssatz, wenn ich unterwegs bin und nette Menschen treffe. Und vor allen Dingen noch cooler, wenn ich Familie treffe. Walid Kuladra aus Los Angeles, hier in Köln, zu Gast. Erst mal vorab, wie fühlst du dich hier in deiner alten Heimat Köln? Und vor allen Dingen, wo wir waren im Diamonds vor 10 Jahren. Ja, wie fühlen wir uns? Beide, ne? Also es ist ein kleines bisschen was her. Das ist so dieses Throwback und deswegen habe ich heute so mein NWA-Shirt an. It's niggas with an attitude, als wir angefangen haben. Und haben so ein kleines bisschen die Stadt unsicher gemacht mit unserer ersten Party. Es ist ja irgendwie, wie du schon sagst, so eine Zeit, dass sich alles gerade sich verdreht. Der ganze Retro-Style kommt wieder, alte Werte kommen wieder. Man geht wieder zurück, um Dinge wieder anders zu sehen. Auch hier, wir haben die Etali-Party gemacht, die offizielle, die einzige eigentlich in Deutschland. Wie gesagt, von Christian DJ, Rest in Peace, für uns einfach eine Ehre, für mich persönlich, und du hast mit ihm gearbeitet. Wie war das für dich jetzt im Nachhinein nochmal? Ja, das hat schon ein kleines bisschen Zeit gedauert, um das Ganze zu verarbeiten, jetzt mal ohne Scheiß. Das waren irgendwie 5 Jahre, die super schnell vergangen sind, ne? Das war wirklich so Rock'n'Roll. Und im Nachhinein brauchte ich irgendwie so ein ganzes Jahr, um das Ganze mal so zu reflektieren. Und es jetzt nach 10 Jahren richtig schön hier zu sein und mal irgendwie das Ganze jetzt ohne den ganzen Stress, den wir damals hier hatten, als wir die erste Party geschmissen haben, so ein kleines bisschen das Diamonds zu genießen, und du hast so die ganze Zeit so Déjà-vu-Erlebnisse. Da siehst du irgendwie die Ecke und dann denkst du dir so, ah, da war doch das vor vielen Jahren, und ja, ist richtig geil. Das ist ja, muss man auch ganz ehrlich sagen, damals auch ein Push gewesen für Diamonds. Lena Gerke, Barbara Mayer, Anna Nietzsche, sie waren alle da damals von Germany's Next Topmodel, Sarah, Nuro. Das gab es nie wieder eigentlich in Köln, dieser VIP-Auflauf, was natürlich das Diamonds unglaublich gepusht hat, aber auch mich als Eventmanager, ganz klar. Damals schon so die Kontakte gemacht. Wie machst du das als Top-Kontakter weltweit? Ja, wir wollten halt so ein kleines bisschen den Hollywood-Flair nach Köln bringen und das, was wir in Hollywood in groß machen, hier ein kleines bisschen kleiner. Und ich glaube, das ist uns relativ gut gelungen. Networking und Entertainment, wie wichtig ist das in heutigen Zeit? Du hast gerade gesagt, einfach den Leuten in die Augen zu schauen, miteinander was zu tun, den Menschen erklären, dass sie wach werden, dass jeder was machen kann. Ja, wie gesagt, das Netzwerk ist für mich wie die Luft zum Atmen, relativ wichtig. Und du musst den Leuten die Handschütteln in die Augen schauen, das Ganze pipapo. Ne? Leider Gottes geht das ein kleines bisschen verloren heutzutage mit der ganzen Technology, Social Media. Die Leute warten auf irgend so ein Like oder auf so ein Following, aber anstelle mal die Leute auf der Straße anzusprechen, was ganz traurig ist, und das habe ich heute so ein kleines bisschen erfahren, als ich Bahn gefahren bin, total kurios, ne? Da war jeder irgendwie an deren Cellphones, an deren Handys dran, anstelle einfach mal mit den Nachbarn zu quatschen und irgendwie so ein kleines bisschen Feedback zu generieren. Ne? Ich denke, das ist alles schön und gut, ne? Man muss aber auch nicht nur in der Social World leben, sondern auch in der Real World, und das ist hier und das ist jetzt. Was bei unserem letzten Event, Business Entertainment Connect and Celebrate, Jahresauftakt-Event beim Mercedes-Benz Center Köln. Es waren tolle Gäste da, es war eine super Location. Da habe ich es versucht, Menschen auf hohem Niveau zusammenzubringen, die miteinander connecten. Solche Events, findest du solche Events gut, solche Network-Events? Ja, absolut. Wie gesagt, ne, die Leute müssen zusammenkommen, die Leute müssen sich kennenlernen, weil sonst hast du dieses Realness, dieses, das, was du letztendlich brauchst, um jemandem Vertrauen zu schenken. Ne? Wie kannst du eine Person, die du dann irgendwie nur online kennst oder von Hören sagen, Vertrauen schenken? Aber so funktioniere ich. Wenn ich jemanden treffe, dann vibe ich mit einer Person. Und das passiert nur, wenn ich neben der Person stehe und diese Person dann auch fühle. Ne? Ich habe einen ganz wichtigen Quote, ne? Oder ein Zitat von Diddy damals, der meinte so zu mir, wenn ich Leute kennenlerne, dann setze ich die alle erstmal auf Mute, auf Silence und vibe mit denen. Und wenn ich mit denen vibe, wenn ich das dann fühle, mache ich hier irgendwann mal wieder auf laut und dann höre ich mir eigentlich erst an, was sie zu sagen haben. Und das habe ich bei deinem Event irgendwie auch so, das hat sich so wiedergespiegelt, und das ist so das Coole. Ne? Also herzlichen Glückwunsch, das machst du wirklich klasse. Und fährst nochmal, ich freue mich auf die ganzen Haters, die dann sagen, hey, fährst nochmal, das ist nicht so cool oder was macht der da? Du bist so einer, der innovativ ist, der jedes Mal was Neues ausprobiert, aber nicht irgendwie Sachen ausprobiert, sondern du setzt Trends
Und das ist das Wichtige, Nana. Also bleibt ihr treu und mach einfach weiter so. Und die ganzen Followers und die ganzen Haters, die werden irgendwann mal vor dir knien und sagen, hey, du warst mal wieder einen Schritt voraus. I love my haters. Ich will mehr haben. Hast du mehr Haters, hast du mehr Erfolg. Das ist schon mal ganz klar. Zum guten Schluss. 2016 wird es mehr geben von uns, richtig? Absolut. Also ich freue mich auf dieses Jahr. Wir haben richtig viel im Petto und es wird super viel geben. Also haltet die Ohren steif und die Augen nicht nur online, sondern auch offline. Ganz genau.